Hallo und herzlich willkommen zu der dieswöchigen Festival-Spielliste. Mit dabei sind heute Exit, Panic und Perücke Golf. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo Grolsch ist, der kommt auch gleich noch. Erstmal hallo an alle, die schon mal da sind. Hallo. So, wollen wir gleich starten oder wollen wir irgendwas erst machen? Ist jetzt die Scherzfrage, weil eigentlich war eben schon das erste Rennen fast gestartet und das alles hat nur auf mich gewartet. Und jetzt will keiner mehr mit mir reden. Doch, doch. Wir reden doch gerne mit dir. So, dann gucke ich erstmal die Blitzerzone. Das nächste Rennen startet. Oh, startet schon. Ah, startet. Horizon Club Strecke. Das sieht ganz nach einem Hot-Hatch-Rennen aus. René, fürs Protokoll. Ich sitze vor meinem PC. Sehr schön. Aber das sieht ganz nach einem wie heißt es? Event-Lab aus? Event-Lab. Könnte ja, möglich sein. Das ist ja schon seit einer Woche, sollte ja kein Problem mehr sein. Es ist doch noch nicht eingebaut. Dafür. Es dein wird Raum schon funktionieren. Ja, ich hoffe, dass der Stream nicht leckt. Wenn nicht, mache ich ihn gleich nochmal aus und mache ihn an, wenn wir fertig sind. Ich dachte, du hast Pilo Bescheid gegeben. Wir hoffen mal, dass es funktioniert. Ey, ich baue doch erst Samstag das Netzteil. Bist du langsam. Welchen Samstag bin ich? Jetzt den nächsten. Oder Jahrzehnt, was soll man sagen? Aber bis jetzt läuft es auch. Es kommt beim Event Lab immer ganz drauf an, wie viel Sachen da gemacht sind. Da ganz viele Sachen stehen hast und wildes Rumgeblinke, kannst du die immer vergessen. Exit kennt schon die Metalinien. Schön, dass René gleich Werbung für meine Lackierung macht. Habe ich schon wieder deine Lackierung drauf? Nee, aber du hast sie gerade in deinem Stream gezeigt. Ach so, ja. Wenn man das erwähnt, dann wissen die Leute vielleicht auch, dass es meine Lackierung ist. Wenn du es auswendig weißt, kannst du, wenn du möchtest, auch den Freigabecode jetzt aufsagen. Natürlich kenne ich den nicht. Naja, dann begeben wir uns jetzt mal in die Werbung-Ecke. Brücke bremst mal ein bisschen, damit die Leute das auch sehen. Ihr seht ja über dem Auto den Namen, wie er geschrieben wird. Müsst ihr einfach nach dem Ersteller suchen. Warte, lass mich mal vorbei. So, ich muss mal ein bisschen von vorne gucken. Das sorgt dafür, dass er vorbei ist. So, gelb-schwarz. Das ist da vorne auf der Motorhaube, Perücke. BVB-Logo. Exit, was ist denn das? Also ein Dortmund-Design. Ein Dortmund-Design. Und mit Triebwerk Energy funktioniert das bestimmt auch besser. Ja, genau, da wollte ich drauf hinaus. Wenn wir schon mal in der Werbeecke sind, dann könnten wir ja auch gleich Werbung machen für Triebwerk Energy. Wenn ihr euch da ein Energy bestellen wollt und den Code Spatball nutzt, dann bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Wenn ihr da noch nie bestellt habt, dann empfehle ich euch allerdings den Code SpatballNew, denn damit bekommt ihr extrem viel Prozent, nämlich 30% auf eure erste Bestellung. Das würde ich mir an deiner Stelle nicht entgehen lassen. Excel, ich will hier weg. Kann man das ins Auto tanken, dieses Triebwerk Energy? Das ist doch Kerosin, oder? Oder was gibt man in Triebwerke rein? Doch, doch. Kerosin müsste schon sein. Was war nochmal Turpentin dann? Das ist so Lack entfernt. Schmeckt aber ganz ähnlich. Du meinst wie Kerosin.
Also Excel, ich weiß nicht, ob die Schanze dann die Metalinie ist, aber. Wunder? Naja. Die macht mein ganzes Auto kaputt irgendwie. Ist doch scheißegal. Genau, Letni schreibt es anstatt Triebwerk. Letni, wie kannst du nur? Und viel Glück von Perücke. So wie es aussieht, brauchst du das, ne? Aber ich glaube, Triebwerk funktioniert nie, oder? Guck mal, wie der hinterherhängt. Oh Gott, Perücke wurde angesteckt. Nee, ich hab von der hässlichen Golfkarte weggehabt. Richtig, was machst du denn? Parken. Parken? Ja, wenn die nie kommen, kommen wir auch nie. Damit haben wir das erste Event ja schon abgeschlossen, wa? Ja. Unglaublich, wa? Unglaublich. Die ersten 3 Punkte. Oh Gott, das wird teuer in Flensburg. Na komm, mach mal die 40 voll, kannst du früher schon abgeben. Und das nächste Event Lab gleich hinterher, bevor es noch anfängt mit Ruckeln. Ja, das lief doch ganz sauber, oder? Ja. Rundstrecke draußen. Oha. Oha. Das hört sich ja vielversprechend an. Nehmen wir den SVJ. Nehme ich auch. Witz Zufall, das sah gerade nach Triebwerkwerbung aus. Wow. Hast du dir denn das Design schon runtergeladen, Perücke? Nein, ich habe mein eigenes Design drauf. Tut mir leid. Exit fährt Pagani. Ja, aber das ist einfach nur, weil ich den, glaube ich, noch nie so richtig gefahren bin. Boah. René hat, glaube ich, eine Vorserkante erwischt. Naja, das war gut. Oh, was ist denn hier los? Parkplatzübung. Panic ist gerade voll in den Boden reingebackt. Nee, ich bin in den Passant reingefahren. Der hat auch einen schönen Salto verübt, ne? Ich wusste nicht, dass die Kurve da so eng ist. Oder die der Öffnung da. Wegen dem Passanten in Checkpoint verpasst. Au! Nein! Klar!
Hab ich aber nicht damit zu tun. Nee, nee. Drei Runden. Nicht doch. Wieso, die gehen jetzt schnell rum. Das ist ja Uno, fällt sich schön. Der Moira geht ein bisschen geradeaus. Exit. Was denn? Lass mich mal bitte in Ruhe hier. Ich will auch mal entspannt fahren. Das ist, glaube ich, nicht so, wie du fährst. Ja, er ist anderthalb Sekunden maximal entfernt. Er hat gerade geguckt, was in dem Gülletank noch drin ist. Wäre ich immer so nervös, wenn Exit hier bei mir ist, ja? Deswegen habe ich noch den Gullitag gelangt, also ich bin so. Oh, da ist der 10. Weil ich jetzt bei dir auf die Karte geguckt habe. Habe ich die Kante wieder mitgenommen. Wo hast du auf die Karte geguckt? Bei mir. Ach so. Weil du meintest, oh, da ist der 10. Checkpoint vorbei. Oh je. Wie hat denn der Checkpoint bitte gezählt, ey? Pernik, kannst du mal am Checkpoint vorbeifahren und sagen, ob das funktioniert? Ungern. Mach komm, trau dich. Du musst ja schon irgendwelchen Transits ausweichen, ja. Was macht dein Steak? Schmeckt. Das ist gut. Was machst du eigentlich mit dem Riesenschinken? Essen. In der anderen Hand, oder wie? Schon leer? Nee, nee. Maxi hat gestern ein bisschen was mitgenommen. War gestern. Der hat die Tage hat, ja. Er hat das nur dir geschenkt, damit du was mitnehmen kannst. Ja, der wollte ja auch was davon abhaben, ne? Ja. Macht man das so nicht? Immer das, was man selber haben möchte, verschenken? Das ist was ganz Begehrtes. Unbegrenzte Offroad Buggies A800. Würfel rein. Eieiei. So, was kommt als nächstes? Unbegrenzte Offroad-Buggies, glaube ich. So hört der Kerl um, oder? Also wie funktioniert das nicht? Geht weiter, René. Du bist auch... Habe ich überhaupt was? Bitte den Unimog, bitte den Unimog, bitte den Unimog. Nee, kein Unimog. Schade. Ja. Aber echt den. Die Elektro-Kaulquappen. Weitgehend, ja.
Ich habe ein kleines Auto genommen. Ja, du weißt schon, dass wir alle deinen Stream sehen, ne? Habe ich nicht bedacht. Steht hinten drauf, Woman Sports. Woman in Motorsport. Okay, kein Wunder, dass das Elektro ist. Ohne frauenfeindlich klingen zu wollen. Naja, ist ganz befriedigend. Ich wollte die Straße hinterher fahren. Ja. Ich auch. Hättest du jetzt nicht gezuckt, wäre ich geradeaus weitergefahren. Habe ich dich da angeschoben? Man merkt, dass man nicht in Forza Motorsport ist. Da hätte man nämlich zeigen müssen, dass man besser ist. Hier wird man einfach beiseite geschoben. Forza Motorsport nicht? Nein, da musst du beweisen, dass du besser bist. Echt? Ich kenne dann nur wegboxen. Nein. Hatte René ja bei dem einen Rennen so viel Spaß, weil ich mich so breit gemacht habe, dass er nicht vorbeigekommen ist. Und da ich der Schwächere bin, habe ich nicht mal Platz machen brauchen. Was ist denn das zu regeln? Die habt Gott sei Dank ihr aufgestellt, nicht ich. Aber? Ja. Damals. Ganz genauso quer wie ich bist du dort lang gerutscht. Ja, irgendwie hab ich da angeschubst hier. Ja, du bist ja vorneweg schon quer gefahren und ja, ich hab geschubst. Ja. Aber Panik hat doch Joghurt im Rucksack. Was will denn der mit Joghurt? Das weiß ich ja auch nicht. Naja, bayerisches Bier sein. Mittlerweile ist es Joghurt, Excel. Das war mal Milch. Ich dachte Bier. Wenn du nochmal schüttelst, dann wird's Käse. Ihr macht das da vorne, ne? Ich liebe mein Team. Nee, leider nicht. Ich hab die falsche Hube. So, als zweites kommt jetzt der Titan, oder? Leidige E-Auto-Thema, du bist schneller. Ich habe mir deutlich weniger LI als du. Schmeckt, Benek? Mhm. Ich muss ein paar Schmatzgeräusche machen, damit wir noch hungriger werden. Ja, genau, gib's uns. Was hat jemand überhaupt gehört? Oh. Kellerkratzen. Ja, ja. Exit schiebt und drückt hier aber auch. Wieso? Hab ich dann nur angelehnt. Ich hab gesehen, dass du dich nicht so weit nach links drehst. Aber ja, ich bin böse. Autsch. Sorry, Panic.
Sorry. Mich hast du nicht berührt. Okay, bei mir schon. Wir müssen den Großen schnappen. Ja. Eindeutig. War zwar noch nicht der Große, aber nächstes Mal. Oh, das ist auch nicht der... Habt ihr jetzt den Großen geschnappt und dann euch versucht, nee, gegenseitig umzubringen? Ich hab Perücke etwas zu sehr angeschubst, würde ich behaupten. René hat clever gebremst. Mhm. Ich dachte mir, ja, man muss doch nicht bremsen. Ja, ja, und, schon wieder Checkpoint. Ja, ich hab's vermutet, ich hab's gesehen. Sah aber elegant aus. Ja, wenn es geklappt hätte, wäre cool gewesen. Ja. Exit, fahr mal gegen Baum. Okay. Nimm mal den Ausgang. Bin. Exit, was tust du da? Gegen Baum fahren, hast du dir gesagt? Also müsst ihr schon irgendwie... Du hast gesagt und ich habe den nächsten Baum gesucht. So war das nicht gemeint. Warum denn? Fertig, ich mach da immer, was du sagst. Echt, das ist ja jetzt ganz was Neues. Na gut, fast. Aber gut, er kann ja jetzt gleich in den zweiten Gang schalten, kommt da wieder vorbei. Ich hab nur einen, weiß er doch. Deswegen sage ich es ja. René, was machst du da hinten? Stimmt gar nicht, ich hab noch Arrow ready. Race. Ich guck, dass keiner zurückbleibt. Okay. Das war mein Baum. Penny, mag dich. Genau, oder? Ich guck einfach, dass meine Felgen sauber sind. Ein Exit! Warum bremst du denn? Wegen dritten Rennen, dachte ich, oder? Er muss Perücke aber auch noch bremsen. Oder du mehr. Ist das schon vorbei? Mhm. Hätte ich weniger gebremst, hätte ich alle durchs Ziel geschoben. Jetzt können wir uns endlich das dritte Rennen angucken, ne? Ich bin extra noch zurückgefahren, damit die Runden vorbeikommen. Exit hier. Du musst was ankündigen. Du bist in die Eisen gegangen. Du hast ja gesagt, Exit soll gegen Baum fahren. Und damit Exit wieder erst über Tier. Auch eine 1 drin. Und eine 0. Hm. Was die 0 zählt ja eh nicht, ne? Mhm. Oder mit Perücke. Ja, ich begrüße deine Zuschauer. Ja, ja, alles richtig. Ich bremse den nächsten auch mit dir. Doch, ich hab reagiert. Ihr wird nicht gedrängelt. Doch. Das war Exit. Ich weiß nicht, ob was ich gebremst wurde. Irgendwas lag da im Weg. Irgendwas lag auf deinem Dach und zwar ich. Nee, erst lag irgendwas im Weg, deswegen war ich langsamer und dann bist du mir aufs Dach gesprungen. Mhm. Komm, Perücke. Hat deinen ersten Platz. Ah, das wird schwer mit dem zweiten Gang-Auto hier von Exit. Aber dann hallo Gertie und hallo CarPlayer. Die CarPlayer ist auch da. Ja,
Hardware sagt, ich soll, dich einfach mal als, ich soll dich einfach mal als Bande benutzen. Wir werden ja nochmal zusammen spielen, mein Freund. Ich habe irgendwie Angst. Die von dir hat keiner gesprochen, Bernick. Ja, aber René ist hinter mir, deswegen. Ja, da hätte ich auch Angst. Ab dem Essen die langsam. Aber er ist so weit hinter dir, da hast du eventuell sogar noch Glück, dass die Randoms vorbeifahren. Und jemand hat gerade die Balkontür aufgehabt. Was? Hier kam gerade die Kälte rein. Ja, das war bei mir. Also meine ist auch auf. Diese Balkontür aufgemacht, damit bei dir die Kälte reinkommt. Aber ich weiß, warum Carplayer so böse ist bei mir. Warum? Weil ich bei ihm noch kein CVR mitgemacht habe oder generell mal bei ihm mitgemacht habe. Deswegen ist er böse. Quatsch, der ist ja nicht böse. Aber auch der Tag wird kommen, wo ich mal vorbeischaue. Du kannst noch mal warnen. Mit Drohung? Nö. Eine Drohung würde ich jetzt nicht sagen. Ist ein Versprechen. Das ist fast schlimmer als eine Drohung. Das ist ja wohl meine Ziele. Verrückt, du bist gemeint. Ja, ich hab's gelesen. Obwohl, eigentlich kann er nicht böse sein. Einmal war ich ja schon bei. Fällt mir gerade so ein. So, Prüfung? Lass uns mit der Prüfung noch warten, oder? Wir sind noch durch. Wie, wir sind durch? Wir haben nur noch Spielplatz und Koop-Meisterschaft. Horizon Tour. Okay. Und dann gibt's Dreckwelt und Plastikwelt noch. Ja, dann lass uns doch Spielplatz ausmachen. Ich hasse Spielplatz. Spielplatz ist toll, Spielplatz müssen wir machen. Ich musste auch die Eventlabs mitmachen. Ja, die sind ja auch gut. Sagst du. Ich sag, Spielplatz ist gut. Viel Spaß beim Spielplatz. Was brauchen wir denn dafür? Ein Auto. Das ist jetzt nicht ihr Ernst. 8. Alter Schwede. Was denn? Sagst S2. Du, wenn du startest? Starte. Du hast die Tour gestartet. Ja, bevor ich Spielplatz starte. Lieber den Spielplatz als die Tour. Wieso? Tour ist ja ganz entspannt, müssen wir sogar gewinnen. Ja, du hast mit dabei 12 Idioten, die nicht fahren können. Ja, sorry, 10. Sind nur ein Idiot dabei, ist der die fahren kann, nur die 12. Mhm.
immer mehr Hub als du. Hub, Hub? Oh ja. Also das finde ich jetzt hier nicht fair. Wieso? Ach, weil das pur Scheiße ist. Quatsch. Spielplatz macht wenigstens Spaß. Was? Ritzen macht Spaß. Habe ich gerade richtig gesehen, René? Escort? Ja. Okay. Wieso? Macht Platz. René kommt. Du meinst, er geht in Deckung. Meinst René hat das trifft das auch ganz Kinder gut. Und keinerlei sonstigen Faktoren und Allrad? Wenn's der ist, der ich denke, dann ist er verdammt schnell, ja. Kommt durch keine Kurve. Doch, tatsächlich. Der von Nordi. Hm. Mehr geradeaus als Kurve. Nö. Ich hab den eigentlich sehr. René, du weißt, wenn du hier eine Bande berührst, dann wirst du frei ausgebremst, ne? Ach, was, warum spielt man sowas? Was da? Erwischt. Ich hatte auch kurz aber überlegt. Aber da ist doch Hip-Choo-Choo. Hip-Choo-Choo 16 ist auch dabei. Warum dürfen die Vögel eigentlich als erstes und zweiter starten? Ist da egal. Wir haben doch René dabei, wir haben das so keine Chance. Stimmt. Aber warte mal, wir spielen gar nicht. Hä, was war dann das? Ich weiß auch nie, was das ist. Ja, aber ich dachte, das wäre die Veranstaltung, wo man gegen echte Spieler fährt auch. Also 12 echte Spieler in der Lobby. Ja, Captain Obvious, das habe ich auch gerade gemerkt. Ich habe gerade gesagt, ich dachte, das wäre das, wo man 12 echte Spieler in der Lobby hat. Ja, merkst du was, Panic? Hip-Choo-Choo ist vorbei. Was? Ich glaube, ich habe durch den Checkpoint verpasst. Nee, noch nicht. Nee, hat das noch geklappt. Autsch. Dafür hat Hip-Choo-Choo irgendeinen Checkpoint verpasst. Das war René. Ja. Nee, Hip-Choo-Choo hat mich gerammt und ist dann weg gewesen. Weil irgendwas stimmt nicht. Ich hab vor Panic, vor. Doch, wer war denn vor mir? Oh. Ich nicht. Der ist jetzt vor dir. Bremsen, wo seid ihr? Ausgebaut. Gewicht sparen. Wahrscheinlich. Was war das dann eigentlich für eine, oder was sind das dann für Rennen, wo man Kollision hat und das ist das, glaube ich. Wie offensichtlich nee, eigentlich ist anders, ja. Ja, wo du ausgebremst wirst, wenn du eine Bande küsst, wo du 11 weitere Leute in der Lobby hast. Echte Spieler open. Und nicht. Es ist open. Genau, open. Ja, stimmt. Okay. Jo, bis morgen, Kapler. Auch noch einen schönen Abend. Autsch. Stein hängen geblieben. Zumindest war er vorher unsichtbar. Jetzt häng ich nicht auf. Jetzt sag nicht, du hängst ab. Ich entspann mich einfach nur. Ich lasse euch die Arbeit machen. Kann man irgendwie René aus der Lobby schmeißen? Sag mal! Deswegen hasse ich's. Das ist wie die Prüfung. Irgendwie diese scheiß Randoms.
müssen wir jetzt hinfahren, ne? Wo denn das? Wo ist denn das Ziel? Bei nächster Gelegenheit, Ende. Mensch. Alter, was hält der Mist? In 400 Metern links abbiegen. Bei nächster Gelegenheit. Mein Auto wäre eigentlich total schaden. Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Irgendwer fehlt hier. Ah, es ist René. Bei nächster Gelegenheit enden. In 400 Metern. Wo sind die lang gefahren? Ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt bestimmt 4 Autos, die mir hinten reingefahren sind. Das waren alles blaue. Ich bin nämlich seitig gefahren, nicht hinten. Mach es besser. Ich Alter, ich sehe immer nur Autos bei mir auftauchen, die mir hinten reinkrachen können. Mach doch die Augen zu, dann siehst du es. Das ist gut. Jetzt mache ich das bei Hit-Chuchu. Sorry, Exit. Ich habe dir geholfen, Exit. Mich aber nur angelehnt. Meine Heckscheibe ist schon wieder im Eimer. Wisst ihr, wie teuer die ist bei so einem RS200? Aber komisch. Nee. Bist du spät? Hast du vorher so schon gestartet, Kolsch? Tee-Backo. Was? Er hat gesagt, er oh, hat dich Benning! René, du bist mit mir reingefahren. Was machst du denn? Du hast mich abgeschossen. Wie? Ich war vor dir, wie soll ich dich abschießen? Mit Alkohol. So, dann starte ich mal meine Stream. Denke ich. Ja. Kann das bitte wegklippen? Man kann ja nichts klippen, was. Oh, ich hab gerade den Mitspieler voll weggeräumt, nachdem er sich voll überschlagen hat. Ja, ist doch richtig. Hey, warum hast du mich gesandwiched mit der Wand? Ich hab da links sogar gelenkt, um versuchen, wieder wegzukommen. Und falls es keiner klippt, dann bitte. Sorry. Timestamp bei unserem Discord in den Highlight-Channel bei mir. So, ich glaube, ich bin jetzt live, oder? Bin ich jetzt live? Du bist so live, du bist... Da kann man noch nicht mal Pause drücken, so live bist du. Weiß ich nicht. Du bist schon mehr offline als live.
Aber René, welchen hast du denn weggeräumt? Den Scuttler, oder? Ja. Er hatte so die ganze Zeit Ach, Gott sei Dank. Gott der sei hat, Dank. Der hat sich überschlagen, also sein Heck ist halt hochgegangen, ne? Ja. Und dann ich höre mich halt. Habe ich ihn da irgendwie dann nochmal so duschiert. Sagen wir es mal so. Schöne ja, Grüße, Angela. Schadet es nicht, René. Schadet nicht bei dir. Ja. Das war auch sehr, der ich in der nicht schnell genug, ne? Naja. Das war der, den ich in der ersten Kurve gleich an die Wand genagelt habe. Das war der, der mich so. Im ersten Rennen an die Wand genagelt hat. So, jetzt sind wir ja mal gespannt, ne? Aktuell sind wir noch monetarisierbar, aber Grölsch ist jetzt da. Mal gucken. Hey, hättest du das anders haben wollen, hättest du was sagen brauchen, dann hätten wir was rausgeholt. So, er hat einsortiert, wer welche Gruppe soll, also bitte. Okay, was hättest du dann rausgeholt? Ja, keine Ahnung. Lass mal. So. Aber bis jetzt bin ich ja noch nicht mal bei euch in der Gruppe drin, ne? Ich meine, ja, warum denn nicht? Das ist doch cool. Ja, das weiß ich doch nicht. Warum ich nur keine Einladung? Ich will nicht beitreten. Ich habe noch keine. Gerade noch in der Truhe drin. Aber auch da kannst du beitreten. In der Truhe? Wenn du dich beeilst, kannst du nächstes noch mitfahren und kriegst die 3 Punkte. Da kann man beitreten. Muss ich, ja. Obwohl, nee, beitreten wahrscheinlich nicht. Es geht einer raus. Müssen wir einen rausmobben. Ja, bitte nicht, bitte den einen Typen da, den kann ich nicht. Hey, alles gut, könnt machen, was ihr wollt. Alles ist cool. Ich hab noch so viel Zeit. Wenn meine Freundin sagt, ich kann machen, was ich will, dann ist nie alles cool. Ja. Bestimmt seine Frau mit ihm, wenn er das macht, was er will. Super GT. Warte mal, ich mach den Sprung hier mal eben noch ganz schnell. Cool, ich kann jetzt noch ein schönes Bier holen und dann. Ne, ich hab da schon eins hier stehen. Sehr gut. So. Ne, falsch. Auto. Super GT A800. GT hab ich schon. Wo sind denn die Super GTs? Da. Sehr weit unten bei S. Nee. Bei S? Wirklich? Genau. Ne, bei Y. Also du weißt schon, wie dieses komische Alpha-Dings geht? Nein, weiß ich nicht. Okay. Warum sollte ich das wissen? Na, weil du nicht René bist. Dass ich sowas weiß. Nein. Mir kann man nichts mehr erklären. Das haben meine Profession und Lehrer schon versucht, irgendwas zu erklären. Das funktioniert nicht. Und auf dem Baustell versuchen sie mir auch andauernd was zu erklären. Das funktioniert auch nicht gut. Jawohl, erstmal quietschende Reifen mit dem ersten. So, auf glaub, geht's. Die meisten Sachen sind ja fast alle sind mit Super GT 800. Bitte? Aber René, wenn man nochmal Werbung fast machen alle würde. Mit Super GT 800. Hm? Nein. Diesmal. Nein, Perücke. Denk nicht mal daran. Warum nicht? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Was? Musst du noch 25 Meter machen? Scheiße, dann brauche ich ja ein Kini. Sehr gut, Ulrike, sehr gut. Ich weiß gar nicht, für was soll ich denn Werbung machen? Dir fällt nicht spontan was ein. Nee, was meinst du? Ja, jetzt stell dir mal vor, ich würde ein Spiel suchen. Boah, dann könntest du das bei MMOGA kaufen. Und wenn du dann noch Geld sparen willst, dann nutzt du den Code Spendboard. Nein, das ist vollkommen falsch. Du musst das Spiel des Jahres 2021 nehmen. Und wenn du dabei noch deinen Lieblingscreator unterstützen willst, dann klickst du vorher auf den Link, der in der Videobeschreibung steht. René, mach was Lustiges, schieß ihn ab, ja. Hab ich getan. Aber kann man nicht auch seinen Lieblingscreator direkt hinterlegen? Nein. Das soll neuerdings auch doch, gehen, aber ja. Aber das hat irgendwie was der deutsche Staat dagegen, wenn du den Lieblingscreator hinlegst. Für immer.
fehlen sogar 50 Meter. Ah, und Letny erinnert gerade nochmal an Triebwerk, denn da gibt's auch Prozente mit dem Kurz. Sorry, René. Aber du sagst mal, hat das letzte Mal meinen gesamten Tank verklebt. Das ich hab's probiert. Hat mich links mein Platz gekostet. Der Code Piep. Wie wird denn der geschrieben? Ja, SP3DDBOY. Okay, ah. Okay, ich brauche neues Auto. Genauso wie mein Name. Und mehr Bier. Also. A. B. 100. Und ein SW Super GT. Und ja. Dann, ja, komm. Ernsthaft? AMG. Das hast du aber verdient, Alter. Und wenn man davon nichts kaufen möchte und mich trotzdem unterstützen möchte, kann man auf Twitch ein Abo dalassen oder auf YouTube eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Dann hast du noch kein PayPal-Konto. Doch, habe ich tatsächlich auch. Neuerdings gibt es nur bei OnlyFans. Ich mir. Muss ich mal unter die Videos mit runterpacken. Wenn du bloß taub werden willst und nur blind, gehst du dorthin. Ein Spendenlink gibt es natürlich auch. Bei OnlyFans. Alles nein, klar, nein. GD. Wissen wir Bescheid. OnlyFans ist für dich alleine. Ich glaube, jetzt ist das Spiel nicht mehr monetarisierbar. Haben wir es geschafft? Ja. Hat gar nicht so lange gedauert, oder? Ja, und wenn ihr sagt, mehr nicht monetarisierbar und wir unterstützen das Bad Boy trotzdem, dann bin ich euch tierisch dankbar dafür. Und wenn nicht, habt ihr halt trotzdem hoffentlich wenigstens Spaß. Das ist auch okay. Oh, das erinnert mich an was? Also, ich habe immer noch keine Einladung und ich muss ein Bier trinken. Außerdem haben wir jetzt heute so viel Werbung gemacht, dann müssen wir das Video auch nicht mehr monetarisieren. Also, und Jungs, egal, sollte irgendjemand sich bei Grolsch auskennen und jemand dort... wieso drei Runden? Arbeiten, dann, ich trinke sehr gerne Grolsch in Richtung Angela. Ne? Also, ich habe da kein Problem mit. Soll ich mal anrufen? Du meinst, wenn mal wieder was vom Zug fällt? Nee, die sollen mir mal... Grolsch, weißt du, was geil wäre? Was? Wie weit, wo ist denn Enschede ungefähr? Das ist kurz hinter der Grenze. Nordrhein-Westfalen, Münsterland. Ja, ja. Ist das nicht in Holland? Ja, ist in Holland. Sprechen die da Deutsch? Sie verstehen also, nicht auf jeden Fall. Also, ja, das meinte ich. Ja, Grolsch, lass uns doch da mal eine Brauereibesichtigung machen. Mit Livestream. Mit Livestream? Ja, das wäre natürlich cool, oder? So, jetzt könnt ihr mich einladen. Nein, können wir immer noch nicht. Du musst beitreten. Ey. Was? Ich kann doch kein Bein treten. Tritt in die Gruppe. In was für eine Gruppe, Mann? In unsere Gruppe. Einfach reintreten. Also eintreten, nicht reintreten. Jetzt musst du mir... Mann, ich... Ich glaube an dich, Grolsch, du schaffst das. App abbrechen. Nein, ich möchte ganz einfach an Panikplünder dem Spiel... Ja, du musst warten, bis wir draußen sind, damit das schon funktioniert, Grolsch. Ach Gott, ey. Zum Thema Spiel des Jahres 2021. Es gibt Sachen, die würden besser laufen. Ach, gar nicht mehr. Es sind gar keine 30% als Neukunde, sind nur noch 20% als Neukunde. Ah! Geht gar nicht, René. Lüg hier rum. Habe ich noch berichtigt im gleichen Video. 141 früher waren es tatsächlich mal 30. Aber 20 ist immer noch das Doppelte wie 10. Und wie mache ich das noch ein bisschen? Doppelte wie 10. Ja, 20 ist das Doppelte wie 10. Alles. Ja, dann halt so. Bin kurz weg. Herr Deutschlehrer. oh, ich muss das auch mit dem Super GT machen. Ach du.
Nee, du musst der Gruppe beitreten, in die Gruppe treten. Nein, er muss nicht beitreten oder in die Gruppe treten. Das tut immer so doll weh und das wächst zu schwer raus. Einfach in die Gruppe treten. Oh. Ich muss jetzt erstmal hier einen Blitzer machen. Nee, jetzt musst du erstmal in die Gruppe treten. Der Exit sucht gleich rein und dann musst du dabei sein. Der Herr Kreutsch ist wieder offline. Ja, sicher. Schick mir einfach eine Einladung. Scheiße. Hab ich doch schon. Stopp. Super GT auf 800 oder 900? 800. Ich kann dir nicht beitreten. Ich kann nur zum Spiel einladen. Ich kann nicht beitreten. Egal bei wem von euch. Rückgeschickt, ihr bestimmt. Wir haben da eine Einladung geschickt. Nee, die taucht hier aber nicht auf. Aber ist doch relativ simpel. Dann treten wir einfach dir bei. Nein. Das geht nicht. So, ich schicke dir nochmal eine Einladung. Und wenn ihr mir nicht glaubt, guckt einfach meinen Stream. Ich krieg hier nichts. Noch 25 Meter mehr. Das hat Gold auch schon mal gesagt. Was ich angeblich hier alles als Freunde habe. Aber ich müsste euch doch normalerweise übers Y finden, oder? Kolonne suchen, oder? Wäre eine Option. Kolonne erstellen, Kolonne suchen. So, alles ist erlaubt. So, jetzt gucke ich mal. Du hast dein Ziel erreicht. Und das ist alles nur erlaubt. Oh, wir wollen singen. Wollen wir alle singen? Nein, ich will nicht in die Gruppe rein. Nein. Wie komme ich jetzt wieder aus der Gruppe raus? Warum willst du denn jetzt nicht in die Gruppe? Du musst in die Gruppe reintreten. Golsch, komm in die Gruppe. Golsch, laufe das Licht. Ja, ich würde ja gerne, aber ich kriege keine Einladung. Ich hatte eine geschickt. Ich ja auch. Benutzt du die Gamepad? Ja. Spielst du das Spiel des Jahres? Hast du die Xbox-App? Normalerweise hat das alles, was da notwendig ist. Ja. Weil schau mal in der Xbox-App. Bitte. Oben Xbox, auf das Glöckchen. Xbox Game Bar oder wie ist das? Nee, Xbox-App. Das ist nochmal separat. Du hast dein Ziel erreicht. Hat's gereicht? Ja. 41 Meter mehr. Da hast du oben neben deinem Namen irgendwie. Ja, ich sehe schon. Ja. Ey, was ist das denn hier für ein. Das ist das Spiel 2021. So, jetzt klicke ich da drauf und es passiert gar nichts. Du warst drin, bist schon drinne. Du bist wieder drin und jetzt gehst du wieder raus. Nein, er ist drinne. Wir spüren ihn ganz doll. Bei mir nicht. Also ich spüre ihn zumindest nicht. Ja, aber nach rechts oder nach links, Litney? Ich habe auch nie vor. Na, denke, wir müssen... Bist du jetzt für die Prüfung? Ja, nur die 36. Du hast ja Macht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Die Prüfung. Stunde. Ich habe ja grundsätzlich keine Ahnung. Luftheldenfahrzeuge C600. Kreuz und davon aus Wilds, also ja, es klar, ist das Gelände. Aber kein gewürfelt ein. Dann weiß ich schon, welches Auto ich nehme. Ah, ich glaube nicht. Was, kann ich noch meine Wäsche öffnen? Nee. Was? Nicht jetzt.
Ja, doch jetzt. Ich habe doch Zeit hier. Eine Minute, was will man? Ja, nur weil ihr immer meint, ich soll es nicht jetzt machen. Ja? Ich habe doch die Zeit. Was meckert ihr denn? Es hat keiner gemeckert. Hat sich so angehört hier. Warum ist denn hier so ein doofer Wald? Weil du einfach noch ein Stück weiter links springen musst, dann kommst du an diesem Baum auch vorbei. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich hier so schlechte Verbindung habe, ey. 30 Sekunden. Ja. 22% ausgelassene Frames. Alter, was ist das? YouTube. Könnt ihr mir das mal erklären? 15. Drei Meter für Saisonziel. Manu. Aber jetzt geht's erstmal in die Prüfung. Ich hab's ja gar nicht gelernt. Das ist egal. Das soll ich ja auch noch tun. Erinnerung. Danke. So, aber ich krieg hier, Sitzung wird gesucht, okay? Ja, toll. Krolsch, du bist ja in der Kolonne. Krolsch ist in die Gruppe getreten. So krass, wie was das für ein Blitzmerker ist. Ja. Ah, jetzt geht's doch los, ne? Also er kann ohne Probleme mit Albert Einstein konkurrieren. Oh, was hab ich das denn hier? Was ist das hier? Toll, Serienwagen. Die Defender oder... Mini. Ja. Mini? Okay, nehmen wir Mini. Mini. Nee, die war Defender oder Mini gemeint. Die Mini Defender. Ja. Die Mini Defender, alles klar. Allerdings ist der vollkommen ungetunt. Das macht nichts. Wir hatten seinen Lila angemalt, das ist ja gruselig. Ja, das möchte ich jetzt gerne wissen. Auch ein Krebs. Bestimmt keiner von uns. Scheiße. Sagen, ich hätte es nichts dagegen, mein Auto Lila anzumalen. Es könnte Kreuz sein. Mediacoin, Perücke oder Geschwindigkeitsjunge. Nee. Nee, meiner ist es nicht. Also ich habe grün gewählt. Pinke Autos sind doch super, ja. Es ist Mediacoin. Ja, es ist Mediacoin. Oh. Oh. Oh, oh, sagt er. Oh. Ja. Ich wurde von einem Defender befummelt. Ich möchte das nicht. War ich der Defender? Nee, ich. Warum? Warum Exi, wo sind die her? Noch nicht ein Rennen heute, wo ich keinen Checkpoint verpasst habe bis jetzt. Warum machst du das? Bring dich mal an. René, was ist deine Aufgabe heute? Checkpoint Missing. Komm, Exit, hol dir Antonia. Klar, hol ich mir Antonia. Antonia. Halt, stopp, René. Außerdem gibt's noch gar kein Lied. Klar gibt's zu Antonia ein Lied. Nö, ich glaube nicht. Doch. Gibt leider ein Schlagerlied davon, ja. Echt? Kennst du Ich bin der Anton aus Tirol? Nein. Ja. Nein. Und davon gibt es eine Version mit Antonia. Yep. Das kann jemand bitte den Kronen? Lücken. Ich habe Antonia mal ausgebremst. Und alle von uns vorbei. Sehr gut gemacht. Und viele von uns vorbeigelassen. Und da geht das. Die ist so schön. Oh, die ist ja, so toll. Schnauze. Die ist Antonia aus Tirol. Ich kann dich aus dem Disco werfen. Ich kann dich aus dem Disco werfen. Wie ist das ein Channel? Genau, aus dem Discord gar nicht. Bäh. Doch. Ich rede mit Alpin. Also wenn du singst, ne, dann das ist legitim. Seelischer Grausamkeit.
Zum Schutz aller. Ja. Danke fürs Anschieben, Maxi. Ja, bitte. Schreibt ihr mir jetzt mal bitte unter die in die Kommentare, ob ich singen soll oder nicht. Es gibt ja ABC-Waffen, aber dass du dann mit Singen doch meine eigene Waffe, ja, deine eigene Waffengattung bist. Und je nachdem, was die Abstimmung in YouTube sagt, beziehungsweise was mehr in den Kommentaren steht, das gibt's dann nächste Woche. Also wenn ihr jetzt alle Ja seid, sagt, dann foltert ihr nächste Woche meine Teammates, und wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr in die Kommentare schreiben. Ich bin nächste Woche nicht da. Also es tut mir leid, warum YouTube gerade nicht flüssig läuft oder nicht flüssig aufzeichnet. Ich habe zur Einstellung zu letzter Woche nichts verändert. Und Was ist denn das für eine Einstellung? Aber vielleicht fehlt dir einfach nur noch das Bierchen, um dass das besser läuft. Ich bin da schon halb fast voll. Aber Kreuz, nee, halb fast leer. Kreuz, ich finde, der läuft flüssig. Bitte? Ich finde, dein Stream läuft relativ flüssig. Also, zwar nicht perfekt, manchmal aber. Manchmal hat er so ein paar komische Leckser drin. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Was macht ihr zwei da eigentlich für komische Geräusche nebenher die ganze Zeit? Du musst das. Der Motor will nicht anspringen. Der Motor will nicht anspringen. Und unter dem YouTube-Video in den Kommentaren. Danke fürs Anschieben. Ja. Ey, ich hab ein Pech heute, ne? Was hast du denn jetzt über den gekriegt? Fall durch die erste Kurve. Durch die erste Kurve. Da bin ich durchgekommen. Dann habe ich aber die Container erwischt. Wie kann man dort noch Ich meine, ich habe mich ja gewundert, wie es so weit rausdriftet aus der allerersten Kurve, wo man langsam ist. Du, das ja. ist mir nee. Ich wundere mich bei dem gar nicht, um gar nichts mehr. Das ist eigentlich. Der ist so schön. Nein! Der ist so toll. Ich mach nur Aufzählungen. Drei Wörter. Das ist nur Lügen. Drei Wörter können kein Singen sein. Doch, weil du es mit einer metolischen Stimme vor dich her sagst. Aus dem verlügst du die ganze Zeit. Außerdem fährst du währenddessen nicht gut genug, ja. Ich bin der weltbeste Rennfahrer. Schon wieder gelogen. Das ist unglaublich. Weil er ist hier der Letzte. Ich bin Erster. Von hinten, ja, ist schon klar. Ja. Benning, war das Absicht oder was hast du jetzt vor? War natürlich Absicht, ich muss ja René wegrammen können. Aber dir ist klar, dass wir jetzt volle Kanne verkacken, ne? Ja, Exit macht das schon. Hä? Alleine? Exit, wir glauben an dich! Vor allen Dingen alleine. Ja, ich komme da einfach nicht dran, ich komme nicht dran. Ich komme gar nicht, dann haben wir das gleich wieder. Alter, die sind ja richtig garstig, ey. Ja, Gosch, ja, ist schon der Erste, ne? Na, vielleicht kriege ich den Tristan davon noch, aber das war's dann auch. Es ist der Gosch. Glaube ich auch nicht mal dran. Keine Chance, keine Chance. Weil du hier einfach so weit rausgetragen wirst. Sag mal, was ist denn das hier? Fehlung in Leistung. Sagst du gleich, wenn ihr ein drittes Rennen wollt? Ja, das sieht fast so aus. Wir wollen ein drittes Rennen. Nicht nur fast. Siehst du, Letny sagt auch.
Ein bisschen Spaß muss sein. Ey, das ist jetzt aber echt gemein, ne? Würde ich echt aus dem Channel gemoved. Dachte, ich bin doppelt grausam, bestrafe Team 2 mit dir. Das hättest du machen müssen, als er gesungen hat. Ja, genau daran habe ich auch gedacht. Ja, ich war nicht schnell genug. Ich habe erst den Team 3 geschoben. Dann dachte ich, vielleicht ist es ja wegen seelischer Grausamkeit. Ach gut, wir müssen den Team 2 rüberschubsen. Die freuen sich bestimmt, wenn ich da reingemoved werde, wenn ich gerade singe. Ja. Garantiert. Wie viel der Rennen ist das jetzt eigentlich? Das ist Wetter. Das Deutsch müsste man eigentlich geschaffen, hoffentlich. Who knows? Man muss sich halt mal anstrengen, Exit, ne? Na, René darf keinen Checkpoint verpassen. Na toll, das wäre das erste Mal heute. Okay, ich brauche einen Ansporn. Wenn ich jetzt keinen Checkpoint verpasse, dann darf ich eine Strophe singen. Nein. Aber nur, wenn du in Team 2 bist. Oh Gott, können wir das verraten? Die Armen. Du willst Team 2 wirklich foltern heute, oder? Ja, ich habe auch schon Angst. Oh Gott, ich habe Katja besprungen. Meine Frau verlässt mich. Ach, jetzt sieht sie einfach nicht. Kriegt sie nicht mit. Unser gute Medien-Cone hier fast den vollen Nelly hat, fährt er echt schlecht. Ich habe auch gerade Katja aufs Dach gehüpft. Also Exi, du musst Katja mal ordentlich mal da vorne eine mitgeben, weil so wird das, glaube ich, nichts so. Ja, die hat ja schon einen Reibensprung auf dem Dach, das hat bloß nie geholfen. Ich würde sagen, wir springen sie nochmal. Ja, besser wäre umfahren und ausbremsen. Dann, naja, egal. Exi, denk dran, erst heiraten. Bin doch schon. Ach, Quatsch, nicht mehr heutzutage. Kostet viel zu viel Geld, wenn man wieder gehen will. Du kommst nicht dran, du kommst einfach nicht dran. Ich hab Beulen am Dach, auf mir sind die Fender gelandet. Nee, bei dir war ich das nicht, ich war das nur bei Katja. Nee, die Antonia. Die Antonia hat mich besprungen. Hä? Wie ist es denn Antonia? Wollte ich doch, oder wie war das? Also, Exi, wenn du Katja kriegst, kann ich sie vielleicht auch noch bekommen. Nee, ich krieg die nie. Wollt ihr nicht erstmal alleine? Oh, Scheiße! Die Kante mitgenommen! Verfickte Kacke! Okay, Glück für Team 2, ich hab einen Checkpoint verpasst. Alter, und dann braucht ihr Stunden, bis er wieder hochgeladen fahren ist. Ey, meine Fresse, ey. Und Spiel des Jahres. 2021. Jetzt weiß ich, was bis eben gerade noch gefehlt hat. Alter. Ich glaube, das wird helfen, wenn man jedes Mal mit René das sagt und einen Schnaps trinkt. Dann kommt, denn dauert das Spiel nicht lange, das sage ich dir jetzt schon.
Weil es gibt ja jemanden, der sagt das öfters. Ich glaube, den Rekord hältst du, Perücke. Was? Was? Wie? Ich sage nie, dass es das Spiel 2021 ist. Ich hab mich versprochen. Oh, ich habe noch ein Auto. Was habe ich denn jetzt noch für ein Auto? Oh, ich habe einen Mercedes. Eine Pagode. Die ist aber jetzt erst neu dazugekommen, oder? Ja. Ja, da müssten wir ja punktetechnisch, ne? 2 Punkte fehlen noch. Mache ich hier nochmal einen Blitzer oder so, ein Gefahrenschild? Ach, was für... Wir noch so tolle Sachen. Ja, den Spielplatz haben wir noch. Wir haben die Dreckwelt noch. Ja, wir haben den Spielplatz noch. Nein, den haben wir nicht. Doch. Nein, den haben wir nicht. Wo ich weiß nicht. Spielplatz. Ich bin zu alt für Spielplatz. Wo ist Stadt den Spielplatz? Muss Kreuz geht nicht. Ich habe jetzt Kreuz zum Anführer gemacht, damit er entscheiden kann, was er noch braucht. Pech gehabt. Dreckwelt. Was brauche ich noch? Ich brauche noch alles. Elf Punkte brauche ich noch. Mach bitte mal den Spielplatz, den habe ich nämlich noch nicht, Kolsch. Nein, kein Spielplatz. Die Dreckwelt, Kolsch. Nee, wir machen jetzt erstmal das nochmal. Wie, du startest jetzt ein Rennen? Warte, dann gehe ich raus. Dann mache ich den Sprung erst noch. Zu spät. Genau, jetzt will auch keiner mehr den Spielplatz haben. Jetzt passt das. Ach, nee. Jetzt hat Kreuz bestimmt den Spielplatz gestartet. Nee, ich hab das Rennen gestartet. Das eine Offroad-Rennen, Käfel ein. Aber warum wollt ihr keinen Spielplatz machen? Ist doof oder was? Ja, klar. Spielplatz macht Spaß. Spielplatz ist schon immer scheiße. Aber was ist denn gerade mit dem Internet los, ey? Hast du mal René, der holt keine Punkte? Wer ist denn? Wir müssen arbeiten. Voll, steh mal auf. Genau, das ist WLAN-Kabel. Ach so, ich sitze auf dem WLAN-Kabel. Ja, das kann durchaus möglich sein. Deswegen ist die Leitung so klein hier bei mir. Okay. Ich stehe wohl so ein bisschen auf der Leitung. Oh Gott, das ist schon wieder. Ja, tut mir leid, aber ich hab's noch nicht. Meins tut mir sorry. Ja, aber volle Kanne tut mir sorry. Man hat so gewisse Zweifel. Ja. Ach komm, nimm mal den. Aber wenn du willst, kannst du ja mit Geschwindigkeitsjunge im Spielplatz spielen. Mit Geschwindigkeitsjunge? Ach, Meter mehr. Die Muddis verprügeln euch dann immer mit Handtaschen, wenn ihr den kleinen Jungs zu nahe kommt. Na, ich würde dann nachher, wenn mir noch was fehlt, Dreckwelt machen und dann gucken wir einfach mal. Also ich mache diese Woche auch nur das, was unbedingt nötig ist, weil da ist jetzt nichts bei, was ich sage, das muss unbedingt sein. Und die beiden Rennen, die diesmal dabei gewesen sind von der Dings da, die waren auch gerade nicht der Brüller. Alter. Warum überschlage ich mich hier immer? Ja, weil ich schlecht lande. Ja, okay. Weil du nicht fahren kannst? Ich frag nur für einen Freund. Verstehst du? Nur für einen Freund. Ja, geht doch.
So. Und damit würde ich sagen, geht die Spielliste zu Ende, zumindest hier auf YouTube. Von daher sage ich erstmal tschüss und auf Wiedersehen. Stimmt bis zum gar nicht, nur Mal. René. Tschüss. Hallo. Tschüss, René. Tschüss, René. Hallo.